Ein wunderschöner was ist denn jetzt los? Ein wunderschöner guter Tag ist es heute und einen wunderschönen guten Tag euch allen da draußen gleichzeitig zu sagen, funktioniert nicht. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier in Fallout und ja, wir wollten uns hier bei den Ausgrabungsstätten noch ein bisschen umschauen, damit wir so ein bisschen in das Gebiet, wo wir überall schon waren oder noch nicht waren oder überhaupt, was sich in unserer Nähe zu auch mal befindet, dass wir das ziemlich schon mal so ein bisschen abgegrast haben und da gehört das hier zu. Jetzt gucke ich gerade mal. Wir wären besser vorher nochmal eben Sachen wegbringen gegangen. Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt bei euch ankommt mit dem, dass wir wirklich alles mitnehmen und nichts dem Zufall überlassen. Geschafft. So, Buffer, ups. Buffout, immer gut. Kreide nehmen wir mit. Noch ein Schloss. Gibt auch XP, ne? Also wenn wir keine Gegner töten, dann können wir ein paar Schlösser öffnen. Cool. Sonderknarre. Terminal von Dickicht-Ausgrabungen. Lieferungs... Was? Lade-Holoband? Dann hören wir uns das mal an. Es gefällt mir hier. Mit der richtigen Mannschaft hätte ich keine Probleme. Die Händler sind nah genug für schnelles Geld. Aber auch nicht so nah, dass wir am Ende abgezogen werden. Das ganze verdammte Ding ist allerdings voll mit Wasser. War ja klar. Es gibt immer einen Haken. Diese krasse Entwässerungspumpe sieht einigermaßen intakt aus. Wenn ich Glück habe, funktioniert sie noch. Werde ich mir morgen mal anschauen. Entwässerungspumpe. Nein, das wird nicht einfach. Trotzdem ist die Pumpe in besserem Zustand, als man annehmen sollte. Ich würde gerne noch ein paar... Werkzeuge holen, aber es ist schon ziemlich spät. Ich bastel noch ein bisschen rum und gehe morgen früh los. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Gut, dass ich den Vorschlaghammer mitgenommen habe, obwohl das Ganze schon eine schöne Schlepperei war. Das Ding war total verrostet. Ein paar Schläge mit dem Hammer, schon war das Problem gelöst. Aus dem Teil kamen aber jedes Mal ziemlich seltsame Geräusche. Ich hätte schwören können, dass sich da drin was bewegt hat. Oh. Das war Uranium Fever von Elton Britt. Nein, war es nicht. Ich habe die meisten Anschlüsse hingekriegt. Die Rohrlecks, die ich finden konnte, habe ich geflickt. Bis auf die unter Wasser. Nach den ganzen Geräuschen setze ich da keinen Fuß rein. Ich gehe wahrscheinlich zurück und hole einen der Neuen, der das übernehmen soll. Ja, das ist aber auch eine schöne... Okay, hier sind noch ein paar Lieferaufzeichnungen. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. Leute, hallo. Ich würde mir gerne eine Minute abzeigen. Wir wissen aber jetzt, dass hier irgendwelche komischen Typen rum geistern, möglicherweise. Wie ihr sicher nur zu gut wisst, gab es Zeiten, in denen ich nicht gerade der beste Moderator war. Da im Wasser irgendwie ein unbekanntes Wesen herum. Dank der Bewegung einiger Freunde habe ich beschlossen... Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Hi. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Dafür zu danken, dass er mir unter die Arme... Ich könnte vielleicht helfen. Für ein paar extra Kronkorken? Du versuchst es einfach, oder? 50 Kronkorken. Nimm sie oder lass es. Oh. Hilfe? Bei was genau? Ich versuche, die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Cool. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Na klar. Trotzdem nehmen wir dir jetzt erstmal deine ganzen Sachen weg. Hey. Hundi. Du kriegst erstmal den ganzen Schrott hier wieder.
Okay, Doc Mika auch nicht mehr tragen. Dann sollten wir uns trotzdem mal eben einmal zurückporten, bevor wir hier die ganze Action machen. Das mit dem Inventar, das kriegen wir jetzt auch schneller hin. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid hier bei Fallout 4. Empfehlt die Videos weiter, immer ganz wichtig, damit das Projekt nicht stirbt. Das fände ich nämlich außerordentlich schade. So, was haben wir denn? Haben wir Waffen bekommen, die ich gerne einlagern möchte? Ich würde jetzt sagen, nein. Trotzdem tun wir mal hier die Lasersachen weg. Wir müssen das ja nicht alles doppelt haben. So, und den Rest können wir da verwerten. Jetzt den Schrott einlagern. So, Impro, Impulsmine, Kreuzschlüssel, Scharfschützengewehr. Moment, hatten wir das Jagdgewehr? Hatte das irgendwie... Wollten wir da noch was machen? Tidili-ti-ti-ti-di. Das ist 308er Munition. Dann war das Scharfschützengewehr schon. So, Kleidung. Da haben wir noch einen Armeehelm gefunden. Den Anzug, den packen wir mal hier rein. Der kann ja durchaus hübsch aussehen. Ja, und dann haben wir ja noch unsere neue Küche hier. Da packen wir den ganzen anderen Kram rein, den wir nicht brauchen. Dieser ist Limonade. So. Ja, und es geht wieder zurück zur Ausgrabungsstätte und dann werden wir da mal helfen. Ist doch cool, haben wir einen kleinen Quest bekommen. Was ist denn das für ein Sauwetter hier? So, Grüße an Basel, der weiß, warum ich gerade so komisch pausiere. Blubberbläschen sollen wir finden. Und wir haben schon gelesen im Terminal, da soll sich also irgendein komisches Viech rumtreiben. Und wir kriegen jede Menge Schrott, wenn wir das denn hinbekommen. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Es klingt nicht so, als würde er sich gut auskennen. Vor allen Dingen hat er in seinem Terminal geschrieben, da können wir irgendeinen von den neuen Idioten hinschicken oder so. Und wer macht's? Der Garda. Was ist denn das? Da läuft irgendwas mit... Ist ein Aufzug das nicht, ne? Oh. Doch. Ich will damit aber nicht runterfahren, weil der fährt uns irgendwie ins Wasser und wir kommen nicht mehr raus oder so. Das lassen wir mal lieber. Ach, und ihr vergessen den Dockmeat leer zu machen. Ha, deswegen hattest du wenig Sachen. Mann, 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 Garda. Aber gut, wir müssen jetzt eh den ganzen Schrott holen. Da sind die Blubberbläschen. Ich trau dem Laden nicht. Wow. Ja, wir brauchen
Antistrahlung oder so. Okay. Haben wir denn irgendwo noch mehr Blubberbläschen, wo wir nicht so weit weg müssen? Nee, das ist immer hier irgendwie am Rand. Ja, und ich habe natürlich die Sachen nicht bei, mit denen ich Strahlenschutz habe. Also, hier müssen wir nochmal hin mit Strahlenschutzsachen. Trotzdem können wir hier jede Menge Schrott mitnehmen. Vielleicht. Damit sich das auch ein bisschen lohnt. Ja! Verdammt nochmal, ja. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Na toll. Das habe ich ja. Das ist ja, gehört ja zu den Dingen, die ich im Spiel überhaupt nicht verstehe. Wie man sich da irgendwie so maskieren kann, dass man aussieht wie so eine. Ja, weiß ich nicht. Da sieht man doch lieber irgendwie charmant und nett aus und die Leute mögen einen, oder? Oder wie? Ja, soviel zum Thema Schrott. Meinte der vielleicht, dass ich irgendwie an eine Werkbank komme? An seine Werkbank komme? Weil dieses Gebiet hier auszubauen, ne? So viel Stahl, wie wir haben. Aber er hat keine Werkbank. Das richtig sehe. Sieht zumindest nicht so aus. Gut, also wir merken uns, wir müssen nochmal hier hin und dann nehmen wir etwas mit zur Strahlenschutz. Oder können wir irgendwas, haben wir ein Konsummittel? Radex. Strahlung widerstehen. Können Radex einschmeißen und es damit machen. Müssen wir nicht nochmal hier hin. Und dann hinter Red Array nehmen, das sollte ja dann auch funktionieren. Und der Hund, der springt hier einfach ins Wasser, der erkennt da nichts. Problematisch wird es, wenn jetzt wirklich ein Viech hier drin ist. Ich habe Angst. Was muss ich jetzt hier machen? Also es ist leck, aber das sehen wir an den Bläschen, aber irgendwie da. Oh, ich ertrinke. Na toll. So, da war ich hier in der Nähe, war noch eins. Ich will erstmal wissen, was das hier ist. Billy Holiday, Leute. Ah, hier kann man den ganzen Berg hochlaufen, okay. Wenn ihr von außerhalb seid, solltet ihr unbedingt mal Diamond City besuchen. Hier ist es da sicher. Ist das unheimlich hier. Ihr findet eine Menge erstklassiger Etablissements wie dieses hier. Commonwealth Weaponry. Die Welt da draußen ist gefährlich. Schützt euch und eure Familie. Machen wir uns nichts vor, werte Herren der Schöpfung. Ihr an seiner Stelle würdet auch hier ist das letzte. Hier ist 60 Minute Man. Puh. Nichts wie raus hier. War ein bisschen Verstrahlung, aber trotzdem gekriegt. Wir hätten es auch, wie gesagt, lösen können mit Ausrüstung. Boah, ist das ekelhaft. Boah, jetzt kommt wieder so ein dickes Viech raus oder so. Boah. Puh.
Das ist schon irgendwie widerlich. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er meinte mit hier mit dem Schrott rum, den wir haben dürfen. Weil, wenn die Pumpe wieder funktioniert, was bedeutet das denn? Es muss doch eine Möglichkeit. Da ist es. Hallo! Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Schalter an der Pumpe. Wir drücken den Schalter an der Pumpe. Den hier. Das war's. Hör genau hin. Warte mal, hast du das gehört? Was? Meyerlurk, nee. Oh, fuck. Das hat uns gerade noch gefehlt. Vor allen Dingen, wenn er in seinem Panzer drin ist, dann kriegen wir den nicht. Okay. Ich korrigiere auf 2 Meyerlurks. Hat meinen Arm erwischt. Geschafft. Ah, wir hatten noch so panzerbrechende Chromkorken. Was, wenn ich den Fluss hierher umleite? Was mit meiner Belohnung? Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Und Level up. Jawoll! So, wir haben noch irgendwo hier... Wo war denn hier Inselbegabung? Das war auch eine coole Sache. Und zwar... Dem Skill Inselbegabung, hier... Erhält man zufällig die dreifache EP für erfolgreich abgeschlossene... Aktion. Je niedriger deine Intelligenz, desto höher die Chance. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, wir könnten noch Intelligenz weiter ausbauen erstmal. Weil wir wollen hier Computer, Wiederverwerter, diese ganzen Sachen alles killen. Was haben wir hier? Apotheker. Aber auf jeden Fall wollen wir halt schneller skillen und leveln. Die Alternative ist mehr Stärke, damit wir hier irgendwann die 25 Kilo mehr tragen können. Aber das ist... Wir machen erstmal die Basispunkte weiter. Ja, wo ist jetzt mein Schrott hier? Hallo. Darf ich? Ich habe hier zu tun. Wo ist mein Schrott? Okay, jetzt wohl keine Werkbank. So, mit Level 14 haben wir gesagt, wir wollen wieder questen. Machen wir auch. Jetzt gehen wir erst noch einmal nach Hause, machen die Taschen leer. Ja. Supermutanten werden oft von mutanten Hunden begleitet. Monströse Bestien, die so gefährlich sind wie ihre Herren. Nicht wie Willi-Herren, das ist ein Unterschied. Nicht verwechseln. So, Schrott einlagern. Hundi, komm mal hier hin. Na, komm mal hier hin. Hey. So, der hat doch jede Menge noch dabei. Ist ja praktisch, ne? Dass wir den immer schön zum Schleppen mitnehmen können. Nein, nicht das Hundehalsband. Wo ist es denn? Nehmen wir mal ein anderes. Nehmen wir mal das rote Hundehalsband. Das ist doch viel schöner. Oder rotes Halstuch. Kann er das tragen? Müsste er eigentlich können, ne?
Ja, fein! So, und dann leichte Hunderüstung. Die bringt übrigens nichts. Und sieht auch noch scheiße aus. Aber das Halsband steht... Ja, fein, guck mal was... Ja, wie fein du bist. So, haben wir das auch geklärt. So, weg mit den Waffen, die wir nicht brauchen. Vorschlaghammer. Boah. Macht ja schon Schaden. So, dann müssen wir hier nochmal in unseren Überseekoffer die leckere, die schöne Kleidung reintun. Eleganter Hut. Hosenträger und Hose. Kapitänsmütze. Melone. Ja, das können wir einlagern. Gut, so, jetzt geht's auf Missionstour. So, was haben wir denn? Was haben wir denn daneben? Beseitige die Raider in Andrew Station, untersuche das Museum der Hexerei. So, mal da mal gucken, wo ist da was? Zum Museum der Hexerei müssen wir ganz hier hinten rüberlatschen. Andrew Station wäre hier unten. Das haben wir das letzte Mal abgebrochen. Warum eigentlich? Ich glaube, wir waren uns zu schwer. So, und dann? Von diesen Hauptaufgaben haben wir da noch was, was eher in der Nähe ist. Mit vielleicht nicht so schweren Gegnern. Na, das ist alles hier. Park Street Station, Boston Common, Andrew Station, ist auch noch irgendwie Trifty Minutemen, der Book, das machen wir noch nicht. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal, nehmen wir erstmal den Comicladen noch auseinander und gucken uns dann mal unten in dieser U-Bahn um. Achso, da war ja noch so ein, irgendwie so ein komisches Geschäft. Da machen wir das gleich in einem Abwasch. Ich meine, was soll im Comicladen schon passieren, ne? Wir trauen uns jetzt erstmal, um zu gucken, ob wir jetzt auf dem Level sind, dass wir hier arbeiten können. Wir müssen auch, glaube ich, noch ein paar Funksignale abhören, dann kriegen wir nämlich auch... Nee, das geht nicht. Haben wir denn noch irgendwelche Bänder, die wir anhören können? Aufzeichnung Station Bedford. Es ist schon halb. Sie verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Da kommt jemand. Sehen Sie? Fünf Personen. Jetzt ist die... Hä? Normalerweise läuft das Band doch weiter. Na gut. Ausgezeichnet. Nein! Du erhältst dauerhaft eine Chance von plus 1%, den gesamten Schaden des Angriffs zu vermeiden. Ich gehe nicht zurück. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. So, da hinten laufen Gestalten rum. Das sind Ghoulstreuner. Apropos, da laufen Gestalten rum. Guck mal unten auf das Radar, wie viele Ghoul hier rumlaufen. Aber wir kriegen gut XP. Der Hundi, der beißt dich hier kaputt. Guck's dir an. Hallo? Kommt der einfach hier angeschlichen?
vielleicht nicht die beste Waffe für die Viecher, ich weiß es nicht. Und die kommen einfach hier von der Decke geflogen. Alter, was ist denn hier los? Haben wir es denn jetzt? Kronkorken und Taschenuhr. 10 mm Patronen. Könnten wir vielleicht mal nehmen, die Waffe. So. Baseball. Handschuh. Das ist wahrscheinlich nicht den, den wir finden müssen. Großartiger Song, nicht wahr? Orange Colored Sky von Nat King Cole. Tasse, Vorkriegsgeld. Da war noch das böse Händchen. Also, das kann ich nicht knacken. Letzte Ausgabe der Public Occurrences gelesen. Golduhr. Ein paar echt mutige Behauptungen ein unserer Teddybär. Unerschrockenen Reporterin. Hier wieder Stoff, können wir wieder Kissen machen. Unerkannt unter uns. Müsst ihr jemand von der Decke runterfallen? Da sehe ich euch nicht. Natürlich in einer offiziellen Stellung Dinnergabel. Und sagt, dass alles gut ist in Diamond City. Der Bürgermeister betont persönlich, dass die Ängste, die in dem Artikel angesprochen werden, unheimlich hier. So, jetzt haben wir ein Spielzeugauto, Schachbrett. Aber mal zwischen uns, liebe Zuhörer. Ich werde meine Augen offen halten. Nur Alter, wie viel Kuhle laufen hier? Guck das mal an. Nur hier bei Diamond City Radio wird es echt nie langweilig. Oh, schade, der Comic ist verbrannt. Die Inkspots sind wieder da. Dieses Mal mit It's All Over But The Cry. Nein. So, da musste ich gerade mal die Räuspertaste zur Hilfe nehmen. Diese Figur, die macht mir auch Angst, dass wenn hier noch irgendwas anderes vonstatten geht. So, ins Lagerhaus können wir rein, wenn wir den Schlüssel gefunden haben. Er lag da einfach auf dem Tisch rum. Noch mehr als Besen und Eimer. Noch. Klebeband, ist auch gut. Was hat der denn hier gemacht? Er hat sich wohl zum Schlafen gelegt und ist irgendwann verhungert hier drin, hä? Huh? Der war im Lager eingesperrt. Der hat schon wieder einen Teddybär gefunden. So, gehen wir mal weiter. Hier ist der Locus. Psst. Aufzeichnung des Plünderers. Affe immer, ey. Reddix. Sehr gut. Haben wir gerade eben verbraucht. Dann haben wir auch schon wieder Neues. So, der Aufzug. Der tut's nicht mehr. Hab nur Angst, dass da gleich irgendwie coole den Aufzugschacht runterfallen. Guck dir mal, wie viele das sind hier. Dem Ziel, das hat schon mal besser geklappt. Spielzeugrakete, Kronkorken-Schraubenzieher, Kronkorken-Sturmfeuerzeug, sehr gut. So, Schreibtisch, dunkles Loch. Liste des besser mal ein Plünderer unterwegs, ein Kronkorken-Vorrat. Ah! Was denn? Ich will ja mal gucken, dass hier noch irgendwie Schlüssel, ich habe ja Schlüssel gelesen, gucken, dass hier immer noch Comics rumliegen.
Ja, ob hier noch mehr rumliegt im Comicladen, seht ihr in der nächsten Folge von Fallout 4. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen!